Besten, liebsten, passt. Ich würde sagen, wir fangen an mit diesem wunderschönen Video von Ron Bielecki. Wie heißt es, wenn sich mehrere lieben? Das nennt man Polygamie. Dieser Fuß, Digga. Kannst du mir sagen, wo wir hingehen? Wir gehen jetzt in den Puff. Bitte was? Geht jetzt in den Puff? Okay, es klappt nicht mit den Schuhen. Er wird hinfallen. Er wird definitiv hinfallen. Bro, diese Schuhe, junge Ron. Diese Narbe. Ron, warum? Let's go! Digga, das ist wirklich einfach nur noch gestört, diese Videos. Das ist einfach nur noch komplette Gestörtung. Sehr guter Track. Warte mal, den hab ich doch Nico geschickt. Ey! Hello guys, welcome to my outfit of the day. Let's start with my sunglasses. It's a Jack Marimash sunglasses. And let's turn to the shirt. It's a Dolce Gabbana. Feel the Baumwolle. Then the Baumwolle. The cotton, the Baumwolle. Let's turn down to the belt. It's Christian Dior. Christian Dior, Dior. Ach, Junge. Let's turn to the socks. Haut. And then let's turn to the shoes. Christian Louboutin. And that's my outfit of the day. Oh. And I have a big piece. Ja, Big, also ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal gesehen. Ich würde sagen, der ist auf jeden Fall größer als der Durchschnitt. Big würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ich würde sagen, der ist eine stabile 9,5 von 10, eine 18,5 von 10, denke ich mal. Mehr kann ich dir da auf dem Cock-Rating leider nicht geben, Ron Bielecki. Es ist aber schon sehr, sehr korrekt, wenn man überlegt, dass ich eine 10 von 10 bin. Ist ich. Oder man könnte sagen, es ist eine 17 von 20. Macht euch bitte gar keinen Stress. Emilia, ach, ich hab den perfekt, komm, scheiß drauf. Come on! Ach, Elena. Elenia. Elenia, warum machst du das? Ich glaube, ich schulde dir immer noch sehr viel Geld von Südafrika. Naja, gut, wenn sie sich meldet, dann ist es mein Geld, würde ich sagen. So bad! Scripted. Der Bro bonert einfach quasi jeden Tag Lana Rhodes. Das ist es. Ron's Alcoholism Fund. But we need to stop in the 7-Eleven for some beers. Ron's Alcoholism Fund. Oh, now I'm ready. Have you ever seen a tornado? I would love to see a tornado. Holy shit, dude. Das ist es. He needs another tornado. Digga, das ist wie Popeye mit Spinat, Alter. Powertrank, Digga. Schraub dir richtig rein, bis du nicht mehr sehen kannst. Bis beide Augen wieder echsenartig in zwei verschiedene Richtungen gucken. Das ist es, Mann. Okay, okay, und lass uns danach so auf eine Homeparty gehen und dann auf der Homeparty feststellen. Kein Schloss auf der Toilette, kein Toilettenpapier da. Nico, was ist das für eine Scheißkette, die du da trägst? Aber eine Stunde lang warten. Wie war der Salat? Ich nenne dieses Video Revi reagiert auf Rons Alkoholismus. Das ist es. Außerordentlich sensitiv. Wir wollten jetzt los. Mykonos genau das gleiche. Ron, wir wollen los. Ich w***s gerade. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Achso. Der letzte Kameramann wurde gekündigt. Ich bin jetzt den Kameramann. Ich bin so müde. Achso, Marihuana. Bist du müde, ja? Ich bin stoned. Ich hab einen Joint drauf, ich hab diese Gasmaske genommen, ich hab ein paar Muffins gegessen und dann habe ich vorher nochmal Gras auch gegessen. Tatsächlich ist der Trick, dass man das Gras wirklich einfach grindet, durch die Nase zieht und dann wieder austrotzt und sich die Rotze in die Nase steckt. In den Arsch, Nase, Arsch, Nase, Arsch, Arsch, Nase, Mund, Auge, Nase, Arsch. So wird man richtig high. Ibuprofax. Oh, wait a second, I have got something very special for you, come with me. They see me inside of this. Hier haben wir das wohl bekannte Hollywood-Sign. Es befindet sich direkt dort oben. Dachte, da steht Hollywood. Das ist eigentlich überklein, ne? Ich war schon so oft da, das ist überklein. Das sieht bei GTA mal richtig groß aus, aber es ist winzig, winzig. Wir haben jetzt hier gerade eine brenzliche Situation. Hey, du bist heute um 9:30 Uhr aufgestanden. Und du weißt jetzt gerade,
um 13 Uhr nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Was soll ich denn jetzt mit meinem Leben anfangen? Was soll ich denn machen? Guck mal, ich habe hier ein scheiß Wasser in der Hand, ja, was ich, keine Ahnung, trinke. Ja. Das hilft mir aber nicht weiter. Guck mal, ich gucke mir jetzt einfach mal dieses Gemälde an. Ich gucke, was es mir sagt. Es sagt mir, ich soll mir heute richtig ein... Ach du Scheiße, Mann. Wein trinken. Digga, wirklich, der Mann ist der Einzige, der es schafft, während Corona Corona zu pushen. Das Bier. Ich glaube, ich habe mich eingeschissen, das Osterei 1. Glückwunsch, behalt's. Wir sind hier gerade in Los Angeles. Irgendwo. In einer sehr reichen Gegend. Mhm. Ich fühle mich wohl. Mach ja schon mal die Basics, reiß sie mal zusammen. Reiß die mal am Riemen. Es ist sehr nett hier, weil der Kühlschrank hat keinen Alkoholinhalt. Mhm. Von daher weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Digga, das macht aber auch anders high. Vergesst das nicht. Wenn ihr mal nichts zu trinken im Haus habt oder mal richtig einen drauf machen wollt und noch Bock habt auf die gratis Magenauspumpung im deutschen Gesundheitssystem, schallert euch einfach mal Waschmittel in den Schädel. Das hilft. So right now we're going to a place called In-N-Out, the quintessential. Junge, Ron trinkt mehr Alkohol an 2 Tagen als ich Wasser in 2 Monaten. Mina nur, jetzt die Frage, wer von euch beiden hat das Problem, er oder du? West Coast Burger Place, this is the spot. This is where everyone needs to go. It's kind of like the spot of the West Coast. It's only in LA, Vegas, Arizona, places like that. Okay, nice. Wir müssen die Tische reservieren. Die sind In-N-Out. Bei dem war ich auch schon mal. Die Burger sind actually wirklich nice. What do you think? This is it. I love that you like my cheeseburgers. Digga, das sind diese Beast Fries. Nachdem Ron heute die Fitness-Session auch durchgezogen hat, hat er sich das verdient. Das war mein Burger-Erlebnis. Aber wir haben ein Problem. Das Bier. Ja, das ist schon die ganze Zeit ein Problem, aber es fällt hier irgendwie niemandem aus uns beiden auf. Ich glaube, weil du der Einzige bist mit dem Problem, Bro. Wenn ihr wollt, dass ich endlich mein Bier bekomme, dann schallert den Daumen jetzt ins oben quadratische Arschloch. Abonniert auf jeden Fall den Channel, damit Bier! Ich meine Rolex bekommt. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich echt was verpasst. Ohan versteht gar nichts mehr, der ist bis zum Boden zugekifft. Man sieht das hier ganz klar an den schwarzen Locken, ist doch klar. Wie heißt es nochmal, wenn sich mehrere lieben? Ivo Profax. Perfekt, tolles Video, Ron Bielecki. Bitte weitermachen, ich freue mich drauf.